Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe droht neuer Ärger mit dem DFB. Nach Informationen der Sportbild soll der 44-Jährige ohne Absprache an einem Filmprojekt des ZDF mitgewirkt haben. Schon seit einem Jahr bereitet das ZDF einen Beitrag über Gräfe und seinen Schiedsrichteralltag vor. Ans Licht kam die nicht mit dem DFB abgestimmte ZDF-Zusammenarbeit, weil der Sender am vergangenen Wochenende beim Spiel zwischen Gladbach und Bayern drehen wollte. Gräfe sollte dort verkabelt werden, damit seine Ansagen an die Spieler und der Funkkontakt zu den Assistenten mitgeschnitten werden konnten. Der DFB untersagte dies. Gräfe droht nun eine weitere Sanktion. Im August hatte er den Schiedsrichterfunktionären Herbert Fahndl und Helmut Krug sowohl Mobbing als auch Vetternwirtschaft und Manipulation von Benotungen vorgeworfen. Der DFB hatte den Berliner daraufhin verwarnt.